Gottfried der Geistliche hat eine faszinierende und vielschichtige Persönlichkeit. Mit seinem Alter strahlt er eine Aura der Weisheit und Erfahrung aus, die von den vielen Schlachten zeugt, die er in seinem Leben geschlagen hat. Seine tiefe Religiosität ist ein fester Anker in seinem Leben und drückt sich in seiner gesamten Präsenz aus. Gottfrieds Charakter ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus Friedfertigkeit und Rachegefühlen. Seine tiefe Verbindung zu seinem Glauben hat ihn gelehrt, das Gute in den Menschen zu sehen und nach Frieden zu streben. Doch die Narben der Vergangenheit haben auch eine dunkle Seite hervorgebracht. Wenn Unrecht geschieht oder Menschen in Gefahr sind, kann seine Rachsucht erwachen und ergreift zu entschlossenen Maßnahmen, um Gerechtigkeit herbeizuführen. Trotz seiner ernsten Erscheinung liebt Gottfried der Geistliche auch die einfachen Freuden des Lebens. Seine Vorliebe für Bier zeigt, dass er trotz seiner spirituellen Tiefe auch die weltlichen Genüsse zu schätzen weiß. In geselliger Runde kann er Geschichten von seinen Abenteuern und spirituellen Erkenntnissen teilen, während er mit einem Krug Bier in der Hand verweilt. Die Geschichte von Gottfried, der Geistliche, ist geprägt von seiner Suche nach spiritueller Erfüllung, seiner Rolle als Friedensstifter und seinem inneren Konflikt zwischen Frieden und Rachsucht. Sein Charakter ist reich an Nuancen und Komplexität, was ihn zu einer fesselnden Figur macht. Die Verteidigung. Gottfried der Geistliche baut eine sehr einfache, aber in meinen Augen sehr wirksame Burg. Die Front wird geschützt durch ein großes Torhaus mit Zugbrücke, welches an den Seiten jeweils einen großen quadratischen Turm hat. Außerdem hat er einen kleinen Doppelring auf der linken Seite, wobei die Kathedrale hier komplett eingeschlossen ist und somit relativ gut zum Vorschein kommt. Er hat auch Burggraben, der sich hauptsächlich in der Front befindet und einen kleinen Teil der Verteidigung ausmacht. Auf den drei großen Türmen befinden sich jeweils drei Feuerballisten, die anrollende Störgeräte und vereinzelte Truppen auch ganz gut wegsnipen können, beziehungsweise können sie auch angreifende Ritter aufhalten. Seine größte Schwäche von seiner Burg ist höchstwahrscheinlich der Burggraben. Wenn man den einmal aufgebuddelt hat an der einen Stelle, dann kann man da einfach auf den Bergfried zulaufen, und dann gibt es noch eine weitere auf der rechten Seite. Hinter dem großen quadratischen Turm befindet sich ein kleines Torhaus, welches nicht sonderlich gut verteidigt ist. Wenn man das einreißt, dann ist auch schnell der Durchbruch gegeben, beziehungsweise sind auch die ganzen Mauerstücke nicht allzu dick, somit gibt es da auch nicht so viel Widerstand. Er greift mit Raid-Truppen an, das sind in diesem Falle 35 Mönche maximal. Zu seinen 35 Raid-Truppen gehören auch noch die drei Störkatapulte, die er nach und nach baut und dann auf die gegnerische Burg hetzen kann. Seine maximale Attack for Space beträgt 48. Die Besonderheit beim Gottfried ist, dass er im Early Game bzw. Mid Game mit Streitkolbenkämpfern angreift. Davon hat er maximal 40 Stück zur Auswahl. Wenn die 40 Streitkolbenkämpfer einmal ausgebildet sind, also er soweit skalieren konnte, dann kommen nach und nach die Hauptarmee, und in der Hauptarmee befinden sich Mönche und Schwertkämpfer. Außerdem gehört zu seiner Angriffsarmee auch noch Patrol-Bogenschützen europäische. Davon bildet er maximal 45 Stück aus. Angriffsbuddeltruppen hat er 18 Streitkolbenkämpfer. Zum Schluss kommen noch 10 Armbrustschützen dazu, die den letzten Teil der Armee bilden. Seine Target Choice ist balanced. In seinem Angriff benutzt er folgende
Belagerungsgeräte. Darunter sind 3 Katapulte und maximal 2 Triebböcke. Das ist meine 6. KI, Gottfried der Geistliche. Ich hoffe, euch hat das Video zu Gottfried dem Geistlichen gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten KI-Kämpfe mit ihm ausschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder einschalten würdet. Also dann, bis dorthin.